die Gräfin der Wölfe. Prinzessin Amalia, Tochter des Fürsten von Torgelow, ist mit einem unglückseligen Makel geschlagen. Doch obwohl sie deshalb unter ihrem Stand heiraten muss, ist sie glücklich über ihre Vermählung mit dem Grafen von Falkenstein. Voller Vorfreude auf ihr neues Leben zieht sie mit ihm auf seine Burg. Der Einzug durch das Dorf wirft jedoch dunkle Schatten auf ihre junge Liebe. Ein missgestaltetes Kind wird geboren, kaum dass der Graf und Amalia die kleine Gemeinde passiert haben. Die abergläubischen Dörfler geben der neuen Gräfin die Schuld. Amalias Stand wird immer schwerer und als sie beginnt, die Milch von Wölfen zu trinken, um ihre Fruchtbarkeit zu steigern, ist es um die Loyalität der Dorfbewohner vollends geschehen. Schließlich diagnostiziert der langjährige Hofarzt ihres Gemahls auch noch die teuflische Krankheit. Vampirismus. Die Gräfin der Wölfe. Ab Februar 2013 im Buxhaus Verlag als Taschenbuch, E-Book und Lese-App.